Hallo liebe Kaffee-Junkies, hier ist wieder mal Daniel vom Bohnendealer Bon Coffee. In diesem kleinen Video möchte ich euch kurz zeigen, wie man an der Lelit Mara X den Bombendruck einstellen kann. Ich habe immer wieder Anfragen von Kunden, wo der Bombendruck vielleicht ab Werk nicht so eingestellt ist wie bei meiner, die sie hier im Showroom gesehen haben. Das ist eine ganz einfache Geschichte und in diesem kurzen Video möchte ich euch kurz näher bringen, wie ihr auch selbst den Bombendruck bzw. den Druck am Expansionsventil einstellen könnt. Um mal rauszufinden, wo sich eigentlich der Druck befindet, wenn die volle Last anliegt, da gibt es einen kleinen Trick. Ich fahre mit dem Fingernagel hier hinten an den kleinen Mikroschalter, der sich hinter dem Hebel befindet, und drücke hier mal dran, und wenn ich den auslöse, könnt ihr am Manometer sehen, wo der Maximaldruck ist. Das heißt, ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann, ich bin jetzt hier irgendwo zwischen 10 und 11 Bar eingestellt. Hier löst das Expansionsventil aus und es gibt manche Maschinen, die ab Werk hier irgendwo zwischen 8 und 9 liegen, und ja, man kann vielleicht nicht alle gerade dunklen Röstungen damit perfekt extrahieren. Manchmal hätte man gerne auch ein bisschen einen höheren Druck, und wie das geht, möchte ich euch jetzt eben hier kurz näher bringen. Eines vielleicht noch vorweg, bitte so etwas immer mit eurem Händler absprechen, vor allen Dingen, wenn ihr noch in der Gewährleistung seid. Ihr müsst bitte unbedingt mit eurem Händler besprechen, ob es okay ist, wenn ihr das selber macht. Da ihr natürlich Gefahr läuft, wenn ihr irgendetwas an der Maschine öffnet oder verstellt, dass ihr die Gewährleistung eventuell verlieren könntet. Um zum Expansionsventil zu gelangen bzw. das einstellen zu können, müssen wir hier diesen Deckel runternehmen, hier beim Tassenwärmer. Es befindet sich ungefähr hier drunter, das Expansionsventil, und das machen wir jetzt mal. Alles, was wir dafür brauchen, ist erstmal ein Kreuzschlitz-Schraubendreher, um hier unter diesem Gitter die Schrauben lösen zu können. Ja, rundherum, ringsum sind hier die Schrauben, die werden wir mal alle rausdrehen. So, ich habe jetzt eben diesen Deckel vom Tassenwärmer mal abgenommen. Ganz kurz vielleicht noch die beiden Schrauben hier und hier könnt ihr übrigens drin lassen. Ja, die sind zur Befestigung der Seitenverkleidung hinten. Die könnt ihr drin lassen, die anderen bitte lösen. Unser Objekt der Begierde ist das hier. Ich hoffe, man kann es gut erkennen, wo dieser Schlauch hier weggeht. Das ist das Expansionsventil. Ich werde jetzt gleich noch näher rangehen. So, ich hoffe, man kann das jetzt hier auch gut erkennen. Es geht uns hier jetzt um dieses Element hier um diesen Schlauch. Und was wir jetzt tun müssen, um den Druck zu verändern, ist relativ simpel. Wollen wir den Druck erhöhen, jetzt zum Beispiel von dieser Maschine 10,5 ungefähr, war sie eingestellt, auf 11 oder 12 Bar zu erhöhen, muss ich diesen Schlauch erst einmal abziehen, das zeige ich euch gleich, und dann hier mit einem Ringschlüssel dran gehen. Und im Uhrzeigersinn, sage ich mal, eine Umdrehung hier das reindrehen, ja? Das ist das Gewinde ein Stück weiter reindrehen. Ja? Will ich weniger Druck haben, weil meine Maschine, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt mit 11 Bar Druck ausgeliefert wurde und ich sage, oh, ich will eigentlich nicht mehr als 10 Bar haben, bis das Überdruckventil auslöst, müsste ich umgekehrt natürlich gegen den Uhrzeigersinn drehen. Zuallererst entfernen wir mir hier den Schlauch. Das reicht einfach wirklich mit einem guten Zug hier anzuziehen. Irgendwann wird sich's lösen. Haben wir schon. Da einfach diesen Silikonschlauch runterziehen. Kann sein, dass jetzt hier wie bei mir natürlich noch ein bisschen Wasser drin ist. Dann wird das hier spritzen. Hier oben sieht man auch noch ein bisschen Wasser dran. Ganz wichtig, bitte macht das, wenn die Maschine noch nicht voll aufgeheizt ist. Hier bitte immer vorsichtig sein, die Rohre können wirklich sehr, sehr heiß sein. Auch die Brühgruppe kann heiß sein, seid vorsichtig, dass ihr euch nicht fragmentiert. In diesem Beispielvideo möchte ich jetzt kurz mal den Druck erhöhen. Aus diesem Grund nehme ich meinen 12er Ringschlüssel, setze ihn hier an und drehe einfach ein Stück weit das Expansionsventil. So. Ein bisschen schwer, ist nicht viel Platz in der Mara X, die ist ja sehr kompakt gebaut, die Maschine, und drehe es einfach ein kleines Stück weit im Uhrzeigersinn, um den Druck zu erhöhen.
Ihr habt ja selbst gesehen, man hat nicht viel Platz. Es geht natürlich auch mit einem Steck, mit einer Stecknuss. Ich habe gerade festgestellt, das geht sogar in dem Fall deutlich leichter. Und ich habe jetzt hier mal ungefähr so eine, ich schätze mal insgesamt eine Dreiviertelumdrehung rumgedreht mit der 12er Stecknuss. Die nehme ich jetzt auch hier wieder ab. Und ganz wichtig, bitte nicht vergessen, unbedingt den Schlauch wieder gut, ein gutes Stück weit hier dran zu schieben, wenn ihr hier fertig seid mit dem Drehen. Wie gesagt, seid vorsichtig. Ich merke gerade bei meiner Maschine, die war gerade am Aufheizen, dass es hier schon ganz schön viel Abwärme gibt von den Leitungen neben mir. Das ist eine kleine, ja, schwierigere Aufgabe, hier die Hände zu schützen und gleichzeitig Druck auf den Schlauch zu geben, dass der wirklich schön drauf gesteckt wird. So, so sollte das sein. Um den Druck zu überprüfen, einfach die Maschine wieder einschalten kurz für eine kurze Zeit und ja, wieder den Trick anwenden mit dem Fingernagel, wie gesagt, den Mikroschalter hinter dem Hebel auslösen und den Druck kontrollieren. Das machen wir hier jetzt auch gleich mal. So, ich versuche jetzt mal hier ein bisschen näher ranzugehen, damit ihr das auch gut erkennen könnt. Ich löse hier jetzt mal wieder den Mikroschalter unter dem Hebel, hinter dem Hebel aus. Und ihr seht, aus den 10,5 bis 11 Bar sind jetzt ungefähr nach einer Dreiviertelumdrehung ein bisschen mehr als 11 Bar geworden, bis das Expansionsventil auslöst. So, ich habe jetzt die Abdeckung der Tassen, des Tassenwärmers wieder dran gemacht, das Gitter wieder drauf gelegt, die Tassen drauf gestellt. Ihr seid im Prinzip fertig. Ich hoffe, es war verständlich und es war nicht so langwierig erklärt. Ich wünsche euch weiterhin viel Freude mit dieser tollen Maschine, mit eurer Lelit Mara X, die ja wirklich ein ganz, ganz tolles Gerät ist mit einem fantastischen Preis-Leistungs-Verhältnis, das ich wirklich jedem Espresso-Liebhaber empfehlen kann. Ja, Kommentare, Anregungen, Wünsche wie immer gerne. Wenn ihr weitere Fragen habt, kontaktiert mich gerne, entweder über www.bohnendealer.coffee, über den Shop, da gibt es auch einen WhatsApp-Me-Button, wo ihr mich gerne direkt anschreiben könnt. Ansonsten gerne auch hier in den Kommentaren auf YouTube wie immer. Ich freue mich über jedes Kommentar, freue mich natürlich auch wahnsinnig über Google-Rezensionen und hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Alles Gute bis dahin, euer Daniel von bohnendealer.coffee.